sagen, liebe Kollegen. Genau, wenn, oder wenn Sie sagen, ich lese jetzt aus dem Resolutionstext vor. Ja. Aus dem Resolutionstext mit interreligiösem Dialog Leben retten und Zukunftsperspektiven bauen in Deutschland und im Nahen Osten. Dank des Engagements vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, Verbände und Kirchen zum Thema Migration und Integration werden in ganz Deutschland Brücken gebaut. Brücken zwischen Menschen verschiedener Kulturen, Sprachen, Religionen aus Deutschland und aus der Welt. Der Dialog zwischen Kulturen und Religionen ist wichtig, denn er verbindet und bereichert. Unterschiede zu überbrücken und den interreligiösen Dialog zu fördern, ist jedoch nicht nur in Deutschland wichtig. Für verfolgte Gläubigen aus dem Nahen Osten kann interreligiöser Dialog Leben retten und Zukunftsperspektiven bauen. Nach vielen Jahren des Krieges im Irak und Syrien, in dem auch deutsche Waffen zum Einsatz kamen, kann nur aufgrund der Brücken der Rückeroberung der durch den Islamischen Staat Besitzgebiete endlich auf ein Ende der Gewalt geholfen werden. Doch dem Frieden steht noch einiges im Wege. Diskriminierung und Anfeindungen zwischen Religionsgemeinschaften sind noch immer Alltag. Kämpfe dauern an, viele Dörfer liegen doch in Trümmern. Frieden, Wiederaufbau sowie Dialog zwischen Religionsgemeinschaften sind dringend nötig, um Christen, Jesiden und andere Minderheiten im Nahen Osten der Wiege ihrer Religionen wieder ein solches Zuhause zu bieten, in dem sie bleiben oder in das sie zurückkehren können. Ein solcher Einsatz würde der gesamten leidgeplanten Bevölkerung im Nahen Osten zugute kommen. Eine Politik des friedlichen Zusammenlebens aller Religionen muss sowohl in Deutschland als auch im Nahen Osten gestärkt werden. Daher stellen wir folgende Forderungen. Erstens, Opfern von Verfolgung muss weiterhin ein sicheres Zuhause in Deutschland geboten werden, in dem religiöse Vielfalt groß geschrieben wird. Dafür ist zentral, dass Politik und Kirche in Deutschland diverse kulturelle und religiöse Gruppen einbeziehen, wie den Zentralverbandes der assyrischen Vereinigungen in Deutschland, den Zentralrat der Jesiden in Deutschland, Pater Emanuel und das christliche Hilfswerk CAPNI, die koptische Kirche in Deutschland und die Bundesarbeit der Immigrantenverbände in Deutschland. Zweitens, das friedliche interreligiöse Miteinander im Nahen Osten muss gefördert werden. Deutschland ist daher aufgerufen, die Beziehung zwischen religiösen Gruppen und den Schutz von Minderheiten thematisch und finanziell stärker ins Zentrum der Entwicklungshilfe und Außenpolitik im Iran und Syrien zu stellen. Drittens, deutsche Rüstungsexporte an die Türkei haben sowohl innerhalb des Landes als auch im syrisch-kurdischen Afrin zur Vertreibung und Verfolgung von Christen, Jesiden, Aramäern, Aleviten, Kurden und anderen Minderheiten und der besonderen Gefährdung von Frauen und Kindern beigetragen. Dies muss von der Bundesregierung auch im Dialog mit der Europäischen Staatengemeinschaft anerkannt werden. Weitere Genehmigungen und Lieferungen dürfen nicht erfolgen, solange Afrin besetzt ist. Ja.
Alles.